Willkommen zu unserer kleinen Bonusfolge, wo wir auch noch mal die Nachrichten lesen. Die habe ich auch komplett vergessen. Die Nachrichten am Ende. Yes, willkommen zu der Bonusfolge, wo wir die Nachrichten lesen und die Erinnerungen auch noch mal vernünftig lesen. Ich freue mich sehr. Macht's euch gemütlich. Wir haben Storytime. Storytime. Und zwar fängt es an mit Jesse. Hey Haven, The Record Traders akzeptiert derzeit Bewerbungen. Bewerber mit Erfahrung im Einzelhandel oder Radio haben Vorrang. Füll eine Bewerbung auf unserer Webseite aus. Bewerbungsgespräche finden nächste Woche statt. Irre. Okay, ich bewerbe mich auf jeden Fall, falls ihr 16-Jährige einstellt. Lol. Aber gibt's plötzlich eine freie Stelle? Wer ist gegangen? Steph schreibt noch niemand. Einige von uns erwägen ihre Option. Wenn du gehst, ohne dich zu verabschieden, werde ich weinen. Wer hat was von gehen gesagt? Okay, da fängt es also schon ein bisschen an. Brauche ich ein Porträt von Charlotte Harmon? Ja, ich glaube, ich brauche ein Porträt von Charlotte Harmon. Hallo Freunde, ich habe beschlossen, meine Kommission wieder zu eröffnen. Ich denke, dass wir im Moment alle nach Wegen suchen, uns zu beschäftigen, und Kunst war immer meine Lieblingsmethode. Also meldet euch, falls ihr ein Porträt haben wollt. Ich versuche, meine Preise gering zu halten und biete einen Rabatt für eure erste Kommission. Tolle Neuigkeiten, und sollen wir im Laden anrufen? Das passt mir. Steckt euch die dauerhafte Unterstützung sonst wohin? Die Typhon-Minengesellschaft möchte ihre Dankbarkeit an Haven Springs für die dauerhafte Unterstützung ausdrücken. Wir haben eine Stellungnahme herausgegeben, die Sie auf unserer Webseite lesen können. Der Ausdruck aktuelle Ereignisse dominiert diesen Artikel ja richtig. Aufgrund aktueller Ereignisse öffnet die Black Lantern bis auf Weiteres nicht zu den üblichen Geschäftszeiten. Es hört nie auf. Eine Stellungnahme bezüglich der laufenden Ermittlungen in Haven Springs. Wir wissen die Besorgnis der Gemeinde zu schätzen. Weitere Details kommen ans Licht und wir kooperieren mit der Staatspolizei. Derzeit wissen wir genauso viel wie jeder von Ihnen. Nachtrag: Die Staatspolizei hat Deputy Jason Pike ausgewählt, um in diesem Fall zu assistieren, und daher wurde die Verwaltung für diesen Account an einen anderen Deputy weitergereicht. Obwohl wir es zu schätzen wissen, dass Deputy Pike eine besondere Rolle in der Gemeinde von Haven Springs einnimmt, möchten wir Sie anhalten, alle Fragen an die offiziellen Kanäle zu richten. Ich verstehe einfach nicht, wie das alles direkt unter unserer Nase passieren konnte. Was geht da vor sich? Das ist keine akzeptable Stellungnahme. Nichts als Respekt für unsere Jungs im Blau. Ein einziger Junge in Beige, der nach Typhons Pfeife getanzt hat. Nie im Leben wussten die Cops nichts davon. Da gibt es etwas, das sie uns nicht erzählen. Folgt dem Geld. Du hast deine Mütze aus Alufolie fallen gelassen, du Verrückte. Na, da geht's ja heiß her. Boah, hier ist richtig viel noch. Moment, das mit den. Oh, nee, doch noch nicht. Okay. Ja, gut, das ist noch nett. Nehmen wir das Nette. Lies Blumen. Was für ein wundervolles Frühlingsfest. Danke an alle, die es zu einer so schönen Feier gemacht haben. Jetzt lasst hören. Wer hat eine Rose bekommen? Ich kenne jemanden, der vielleicht eine bekommen hat. Ich denke, ich kenne auch jemanden, der eine bekommen hat. Wink, wink, wink. Wow. Seufz. Halt durch, Kumpel. Ryan hat eine bekommen. Alter, was? Ein Gentleman genießt und etc. Süß. Alright, Ich wette, Rory. Steph würde das gerne umformulieren. Aber es ist schon ziemlich witzig. Hallo, wie viele von euch wissen, arbeite ich freiberuflich für The Rocky Mountain Gazette. Ich schreibe einen Artikel über den unglaublichen Auftritt auf dem Frühlingsfest, aber ich kann den Namen der Band nicht finden. Weiß den jemand? Ey Mann, wir sind nicht wirklich eine Band oder so, also haben wir keinen Namen. Noch nicht. Ah, kein Problem. Kann ich euren Namen für den Artikel haben? Ich bin Steph Gingrich, das Hirn der Unternehmung. Mein Muskel heißt Alex. Lol, sie geht drauf, wenn sie das sieht. Okay. Es tut mir leid, dass ihr euch Sorgen machen musstet. Hat irgendwer was von Alex gehört? Wir wollten uns gestern Abend treffen, aber sie ist nie aufgetaucht. Ich mache mir echt Sorgen. Oh nein, hast du Jason kontaktiert? Hab ihn auf seinem Handy angerufen. Keine Antwort. Probiere bald den Notruf. Scheiße, meinst du das ernst? Ja. Verdammt, ich schieb die Unterhaltung auf SMS, siehe auf dein Handy. Das ist beunruhigend. Hab sie nicht gesehen. Halt mich auf den Laufenden, ja? Jet, Vergeben, aber nicht vergessen. So viel dazu, ne? Die Black Lantern ist heute aufgrund der Stadtratsabstimmung nicht fürs Mittagessen geöffnet. Wir sehen euch zur Happy Hour. Ja zu Jobs, ja zu Wohlstand, ja zur Erweiterung. Euch ist klar, dass die Erweiterung der Bergarbeit außerhalb Havens eine temporäre Lösung ist, oder? Und dabei ziehe ich nicht mal den Einfluss auf die Umwelt in Betracht. Hast du irgendwelche Beweise? Was willst du sehen? Eine Bibliografie? Ich habe Zitate nicht griffbereit, nur für den Fall, dass ich jemandem begegne, der die Wahrheit nicht akzeptieren will. Das dachte ich mir.
Und dann war da, glaube ich, noch eines über. Ja, von Eleanor. Hallo Nachbarn, vielen Dank, dass ihr das Frühlingsfest gestern Abend zu so einem tollen Erfolg gemacht habt. Jetzt steht die nächste jährliche Tradition an, hinter uns aufzuräumen. Ich brauche ein paar Freiwillige, die mir helfen, nach der Party gestern nach dem Park auf Vordermann zu bringen. Die Arbeit beginnt direkt nach der Stadtratsabstimmung heute. Setzt euren Namen auf die Liste. Klar, warum nicht? Bin dabei. Wir sind ziemlich verkatert, aber Jessie und ich sollten uns bis zum Nachmittag erholt haben. Provisorisch ja? Kümmert euch erst um euch selbst, aber falls ihr fit seid, hätte ich euch zwei gern dabei. Ich muss die Bar eröffnen, tut mir leid, meine Liebe. Ach, pff. Okay. Wisst ihr, was wir mal eben machen? Musik an. Das stört mich so. Eventuell ploppt das jetzt hier auf? Nein, tut's nicht. Wunderbar. Ich mache uns mal die Lo-Fi-Playliste an, das ist ja schlimm. Alright. Ist ein bisschen angenehmer, nicht? Nicht ganz so still im Hintergrund. Dann haben wir hier ein paar SMS. Einige. Die erste ist von Jessica Martinez. Hallo Alex, Jessica Martinez von The Rocky Mountain Gazette hier. Entschuldige, dass ich dich aus heiterem Himmel kontaktiere. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Wir arbeiten an einem Artikel über die Typhon-Kontroverse und ich würde gerne mit dir über deine Erfahrungen reden, offiziell oder nicht offiziell. Mir ist im Moment nicht wohl dabei, darüber zu reden. Dein Wohlbefinden ist meine Priorität. Bitte melde dich bei mir über diese Nummer, falls du deine Meinung änderst. Vielen Dank für deine Zeit und pass auf dich auf. Dann haben wir als nächstes Steph. Wo fängt denn das an? Hier, glaube ich. Alex, du bist unglaublich und ich bin für dich hier, ganz gleich was kommt. Ruf mich sofort an, wenn du was brauchst. Ich weiß. Danke, dass du zu mir gestanden hast. Das hat mir viel bedeutet. Dann hätten wir Ryan. Alex, es tut mir leid. Mein Vater war ein Held. Das ist es, was jahrelang jeder sagte. Und es brauchte so viele Lügen, um das aufrechtzuerhalten. Widerliche, furchtbare Lügen. Typhon hat gelogen, Ha hat gelogen. Doch am schlimmsten, ich habe mich selbst angelogen. Selbst als ich die Wahrheit vor Augen hatte, glaubte ich ihm statt dir. Es tut mir so leid. Falls du bereit bist, mich je wiederzusehen, wäre ich dankbar, wenn ich mich persönlich entschuldigen könnte. Finde ich, wie gesagt, immer noch mega nachvollziehbar einfach. Hey Chen, hätte nicht gedacht, dass du Typhon echt rankriegst. Du bist mutiger, als ich je gedacht hätte. Jetzt schuldest du mir einen neuen Job. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Wirklich. Danke, Mac. Liebe Alex, du hast in den letzten Wochen schrecklich viel durchgemacht. Doch deine Widerstandskraft und dein Mut erstaunen mich immer wieder. Ich habe keinen Zweifel, dass du diesen Affront gegen deine Person mit derselben Anmut überstehen wirst, die du mir gegenüber während unseres Tanzes auf dem Frühlingsfest gezeigt hast. Ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Bitte denk daran, dass wir für dich hier sind. Mit freundlichen Grüßen, Reginald McAllister, der Dritte. Ich weiß, und ich weiß es zu schätzen, dass du für mich eingetreten bist, Ducky. Du hattest recht. Du hast mich gebraucht, die eine Person, die dir hätte glauben sollen. Und ich habe versagt. Char, es ist okay. Kümmer dich einfach um dich selbst und Ethan. Charlotte? Moment. Ich glaube noch ein Stück hoch, oder? Hä? Moment. Doch. Das war komisch gerade. Da ist das Foto. Papa weiß, was abgeht. Das ist super, Ethan. Ihr seht klasse aus. Danke. Oh mein Gott, ich habe gehört, was passiert ist. Du wolltest nicht erwähnen, dass du eine Superheldin bist, als ich dir gestern getextet habe. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Danke, Kumpel. Ich auch. Geht es deiner Mutter gut? Ich mache mir Sorgen um sie. Ihr geht's gut. Ich denke, dass ich an der Reihe bin, mich um sie zu kümmern. Das ist vielleicht komisch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahr ist. Wesentlich weniger komisch, als du annimmst. Sie hat echt Glück, dich zu haben. Arthur, wer auch immer das ist, jemand von der Presse. Alex, Arthur Jones. Alex, Arthur Jones von The New York Telegram. Wir wollen deine Geschichte für unsere laufende Typhon-Berichterstattung. Wann hast du Zeit, mit mir zu telefonieren? Tut mir leid, ich rede im Moment nicht mit der Presse. Bekomme zu viele Anfragen.
Wann hast du erfahren, dass dein Vater in Haven Springs gewohnt und mit Jed Lucan gearbeitet hat? Wie hast du dich gefühlt, als du erfahren hast, dass Jed Lucan für den Minenunfall verantwortlich war, der deinen Vater tötete? Warum hat Jed Lucan deiner Meinung nach seine Verbrechen gestanden? Dieser Anrufer wurde geblockt. Du erhältst von dieser Nummer keine Nachrichten mehr. Richtig so. So. Alex, bitte geh ran. Lass uns so bald wie möglich wissen, dass es dir gut geht. Ich bin mir recht sicher, dass du nur dein Handy verloren hast, aber Ryan dreht durch. Okay, wir drehen beide durch. Das war dann keine Sekunde, keine Minute später. Wir wollen bloß sicher gehen, dass du in Sicherheit bist. Ruf uns an. Alex? Nice. Lo-Fi passt ziemlich gut hier zu der Wohnung. So. Der letzte Tagebucheintrag. Alex. Jet, Alex, Ted. Jet, Alex, ganz viele Fragezeichen. Ich bin gut darin geworden, die Gefühle anderer in diesem Buch zu beschreiben. Selbst neue Gefühle, komplizierte Gefühle. Ich könnte das Geheimnis ergründen, die Worte finden, aber ich weiß nicht, ob ich es hier tun kann. Ich weiß, dass etwas in mir Widerhall mit etwas in Jet fand. Es griff ineinander und brachte uns näher. Ich sah es in ihm und es war, als betrittst du ein Haus, in dem du mal gelebt hast und siehst, was jemand anderes damit gemacht hat. Rasender Selbsthass, so grell, dass du ihn nicht ansehen kannst. Das sichere Wissen, dass du Fäulnis an alles weitergibst, was du berührst. Das feste Gefühl der Rolle, der Routine, der Zeilen, die du dir eingeprägt hast und die du hochwirkst, um dich selbst daran zu hindern, dem Drang nachzugeben und der Wahrheit ins Auge zu blicken. Vielleicht habe ich ihm deswegen vergeben. Die Hitze und die Gewalt seines Hasses zwangen mich, mich meinem eigenen zu stellen. Wie zwei Magneten mit demselben Pol, die einander zurückdringen. Die Kugel, der Fall, das Krankenhaus, das Haus, das Waisenheim. Ist es seltsam, dass ich deswegen dankbar bin? Dankbar, dass Jed sie mir gegeben hat? Dafür, dass er mich, wenn auch unbeabsichtigt, dazu getrieben hat, meinen Selbsthass anzusehen und die andere Seite zu erreichen? Fülle deine Hand mit Sand, in den Steinen siehst du Uhren. Dachte, ich könnte jagen, dachte, ich könnte mutig sein. Nichts kann dich retten, es gibt nichts zu retten. Von Zeit, die vergeht, von Gutem, von Schlechtem, es ist das Leben, das du dir gewünscht hast. Und damit kommen wir zu unseren ganzen Erinnerungen. Das hatte ich ja am Anfang nicht so ganz gecheckt, ne? Aber wir können jeden hier anschauen. Fangen wir mit Gabe an. Gabes Geschichte. Kapitel 1, Riss. Es war seit einer Woche in der... Entschuldigung, direkt verkackt. Kapitel 1, Riss. Er war seit einer Woche in der Stadt und er verbrachte seine ganze Freizeit damit, Papa zu finden. Es war natürlich nutzlos. Papa war Jahre zuvor von hier verschwunden, war in eine neue Stadt, zu einem neuen Job gezogen. Gabe rief im Amt an, folgte einem Gerücht und für eine Sekunde muss er gedacht haben, er hat den Fall geknackt. Unsere Akten sagen, dass ein Herr John Chen für kurze Zeit ein Einwohner von Haven Springs, Colorado war, aber dann... Es ist so ein beschissenes Gefühl zu erkennen, dass du alle Optionen ausgeschöpft hast, aber einfach kein Benzin mehr im Tank ist. Anfangs kannst du nur durchdrehen, die Wand treten, die Sterne anschreien und hoffen, dass du eine Lawine auslöst. Doch irgendwann, wenn dir die Wut ausgeht, musst du dich selbst im Spiegel ansehen und dich fragen, wer du danach sein wirst. Und Gabe hatte keine Antwort. Noch nicht. Gabe, Gott, es ist so komisch, ihn zu hören. Seit wir wieder Kontakt haben, ist er so entspannt, so voll. Aber er war leer, als er herkam. Du kannst es in seiner Stimme hören. Papa durchs Land zu jagen, war alles, was er hatte. Alles, was er war. Ich bin mir sicher, er hat in seiner ersten Nacht hier im Park geschlafen. Und Jed, der noch nie einen Streuner getroffen hat, den er nicht adoptieren wollte, konnte nicht anders. Er nahm Gabe auf, gab ihm einen Ort zum Schlafen. Nur bis er wieder auf den Beinen war, nur bis er die Spur wieder aufnahm und weiterzog. Hatte er gehofft, dass Gabe bleibt? Hatte er geahnt, trotz der leeräugigen Skepsis dieses Straßenkindes und der Ich-nehme-keine-Almosen-Anhaltung, dass Gabe einen neuen Ort brauchte, den er zu Hause nennen konnte, falls er sich je wieder ein Mensch... wieder wie ein Mensch fühlen sollte, ahnt er dasselbe, was mich angeht? Kapitel 2, das THC-Fruchtgummi. Er wusste es, offensichtlich, während er die Decke anstarrte, sich an den Jugendknast erinnerte, an Mama, mich, uns, an Papa.
Ich glaube nicht, dass er wusste, was er tun würde, wenn er Papa je fände. Der Kreuzzug lieferte seine eigene Rechtfertigung, gab ihm einen Zweck. Etwas, das ihn von der nagenden, leeren Ahnung ablenkte. Dass er nicht wusste, wie er in der Welt existieren sollte wie andere Leute. Ich glaube, das war das erste Mal, dass er eine richtige Unterhaltung mit Charlotte führte. Ich glaube, er erinnerte sich im Anschluss lange daran. Sie blickte ihm mit echter Sorge in die Augen, versuchte zu erkennen, was kaputt war und suchte nach einem Weg, es zu reparieren. Und auf einmal wurde ihm klar, dass er vielleicht repariert werden konnte. Dass er eines Tages wie sie sein konnte. Wie Jet, wie all die Menschen in dieser Stadt, die sich aufeinander verlassen und einander halfen. Er wollte es und es war ihm peinlich, es zu wollen. Ich will ihn bei den Schultern packen und ihn schütteln. Natürlich kannst du das haben, du Idiot. Du bist Gabe Chen, verflucht nochmal. Diese Stadt hat auf dich gewartet. Sie braucht dich. Doch dann erinnere ich mich, dass es egal ist, wer ihn braucht. Er ist fort. Kapitel 3. Dollar. Es war ein Test, den er sich selbst auferlegte. Etwas Normales tun. Ein Gefallen für eine Freundin. Auf ihr Kind aufpassen, damit sie etwas erledigen kann. Das ist etwas, das man als Teil einer Kleinstadtgemeinde tut, oder? Und es würde nicht schaden, wenn er Punkte bei dem niedlichen Mädchen sammelt, dem die Apotheke gehört. Er mochte sie wirklich, schon damals. Es ist tatsächlich echt süß, welche mentale Akrobatik er abzog, um sich selbst zu überzeugen, dass er nicht total verknallt war. Aber in Wirklichkeit ging es darum, banal zu sein. Nur der Typ, der manchmal in der Bar arbeitet, nicht irgendein trauriger, verschissener Vagabund, der sich zwanghaft mit seiner eigenen, geheimen Mission beschäftigt. Und einen Moment lang dachte er, er sei gut darin, und das jagte ihm Heidenangst ein. Denn zum ersten Mal konnte er sich vorstellen, Papa aufzugeben. Es ist wie auf einem hohen Gebäude zu stehen und zu überlegen, wie leicht es wäre, zu springen. Du hast keine Angst, weil du es tun willst. Du willst es nicht tun. Du hast Angst, weil es so wenig Mühe kostet, von sicher zu unsicher überzugehen. Weil nur wenige Schritte zwischen dir und der verrückten Sache liegen, die du dir vorstellst. Was braucht es, um meinen Bruder zu der Person werden zu lassen, die er schlussendlich war? Wenn das der Anfangspunkt ist, wie findet man einen Weg nach vorne? Visitenkarte, Kapitel 5. Danach war das Jugendamt der Name für das Schreckgespenst. Aufgepasst oder das Jugendamt kommt. Seid lieb und still oder das Jugendamt frisst euch. Streite nicht mit Papa Gabe, bitte. Willst du noch einen Besuch vom Jugendamt? Es war das schwingende Pendel über dem Loch, in dem wir saßen. Gabe im Besonderen hatte tierische Angst vor ihnen. Aus dem üblichen Grund. Wer will Staatsmündel sein? Doch auch, weil er trotz allem bei der Vorstellung, Papa zu verlieren, nachdem wir schon Mama verloren hatten, nicht mehr atmen konnte. Ich glaube, Gabe hoffte immer, dass Papa sich einkriegen würde. Das musste er, oder? Irgendwann? Und falls er es nicht tat, falls wir in ein Auto gesteckt wurden und für immer wegfuhren, worauf hätte Gabe sonst hoffen können? Oder hoffen sollen? Das sind die ersten Erinnerungen. Wahnsinn. Ich hol mir eben was zu trinken und dann machen wir weiter mit Ryan, aber ihr kriegt gar nichts mit davon. Aber ich sag's trotzdem. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir machen weiter mit Ryan. Von ihm haben wir gar nicht so viel. Aber macht ja nichts. Ryan, Regenschirm, Kapitel 2. Ich kann den Regen sehen, der auf den Grabstein prasselt. Der Stein wird mit jedem Tropfen ein wenig dunkler. Der eingemeißelte Name, Anne Lucan, Mutter und Ehefrau, tritt etwas stärker hervor. Ryan starrte ihn während der Beerdigung so lange an, dass er alle Bedeutung verlor. Nur Linien, die in einen teuren Stein gekratzt waren. Seine Mutter war mehr als ein Name, mehr als eine Mutter oder eine Ehefrau. Seine Mutter war der Grund, dass Ryan so tief fühlte. Der Grund, dass er keine Angst hatte, sich jeder nerdigen Leidenschaft zu widmen, die seine Aufmerksamkeit erlangte. Es ist schwer, den 19-Jährigen in dieser Erinnerung mit dem Typen zu verbinden, den ich kenne. Es ist schwer zu glauben, dass irgendwer sich nach so etwas wieder normal fühlen kann. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es glaube. Polaroid. Oh, Ryan, das Gefühl kenne ich. Jet war das Einzige, was er in dem Nebel ausmachen konnte. Das einzige erkennbare Wahrzeichen in einer stürmischen See aus Jägermeister, Kurzen mit Wackelpudding und lächerlich alkoholhaltigen Colorado-Bieren. Also hielt er sich am Papa fest und vertraute ihm, dass er ihn durch das Schlimmste leiten würde. Und das tat Jet.
Jedes Mal, wenn Ryan das Gefühl hatte, dass die Welt ihn verschlucken würde, brachte Jets Stimme ihn wieder zurück und war sein Anker. Das möchte ich für jemand anderen sein. Eine Erinnerung, dass ihre Füße noch auf festem Boden stehen, auch wenn ihr Gehirn schreit, dass das Gegenteil wahr sei. Ich habe das Gefühl, ich könnte das sein. Es sorgt auch dafür, dass ich nie wieder etwas trinken will, aber hauptsächlich die erste Sache. Und dann haben wir hier Riley. Da haben wir einmal das T-Shirt aus Kapitel 2. Es ist beschissen, wie Kinder ihre Sündenböcke wählen. Es ist egal, wie hübsch du bist oder wie schlau oder wie sehr du einem der coolen Kinder ähnelst. Es braucht nur eine Sache, ein nerdiges T-Shirt, das am falschen Tag getragen wurde. Einen Augenblick ungekünstelten Enthusiasmus, wenn gleichgültiger Zynismus in ist. Ah, nochmal der Satz. Ein nerdiges T-Shirt, das am falschen Tag getragen wurde. Einen Augenblick ungekünstelten Enthusiasmus, wenn gleichgültiger Zynismus in ist. Ein ungeschickter Fehltritt. Ein völlig harmloses Nichts, an dem sich irgend so ein kleines Arschloch festklammert und es zu deiner ganzen Identität macht. Arme Riley. Die Typen waren so grausam zu ihr, dass sie darüber nachdachte, aufzuhören. Kein Computerkram mehr. Nichts mehr bauen. Das war es nicht wert. Doch dann, und ich fasse das immer noch nicht, tauchte Mac auf, behandelte sie anständig und mit Güte und Respekt. Mac Loudon, der suspendiert wurde, weil er Tabak auf dem Boden der Cafeteria spuckte. Ernsthaft, Mac? Komm schon, Alter. Dieser Mac Loudon erkannte, dass Riley außergewöhnlich war und scheute keine Mühe, damit sie sich auch so fühlte. Trotzdem, Mann, das mit dem Tabak, igitt. Und danach das CIT-Stickerchen aus Kapitel 4, das wir ein bisschen später erst gefunden hatten. Sein Zuhause zu verlassen tut weh. Es ist so lange her, dass ich ein Zuhause hatte, das ich verlassen konnte, dass ich das wohl vergessen hatte. Man kann sich auf die Zukunft konzentrieren, auf die Hoffnung und die Aufregung, den nächsten großen Schritt zu tun, auf die Erleichterung von vorn anzufangen, aber der Schmerz verschwindet nicht. Ich denke, für Riley ist ihr Zuhause mehr Eleanor als Haven Springs. Die Stadt ist nur Holz und Beton und Pflasterstein, aber Eleanor? Riley wäre ohne sie nicht Riley. Ich denke, das verstehe ich ein wenig oder beginne damit. Was ich an Haven Springs liebe, was mir das Gefühl gibt, dass ich hierher passe, sind die Menschen, die einen Platz für mich geschaffen haben. Wenn ich darüber nachdenke, sie zurückzulassen, selbst wenn ich weiß, dass etwas Besseres auf mich wartet, fühlt es sich an, als lasse ich einen Teil von mir selbst zurück. Mac. Da hatten wir Rileys Brief gefunden, und das ist auch das einzige von ihm. Um ehrlich zu sein, wäre es toll, nicht Macs wütende Unsicherheit in meinem Hirn zu haben. Es ist so ein dringendes Gefühl, ein Seil um seinen Hals, das ihn vorwärts zieht, ihn antreibt, ihn zwingt, etwas anderes als sich selbst zu finden, auf das er seine Wut richten kann. Jeden Morgen wacht dieser Typ mit der sinkenden, unabstreitbaren Sicherheit auf, dass heute der Tag sein wird, an dem Riley zu Sinnen kommt, erkennt, wie viel besser und schlauer sie ist als er und sich von ihm trennt. Also ist es fast eine Erleichterung, wenn er ein externes Ziel für seinen Selbsthass findet. Rileys lustigen Barkeeper-Kumpel, derjenige, der ihr hilft, ihren Traum Haven Springs zu verlassen, zu folgen. Er erzählt sich selbst eine Geschichte, macht Gabe zum Bösewicht und zumindest bis er auf ihn losgeht, kann er sich selbst davon ablenken, sich wertlos zu fühlen. Ich wünschte, ich könnte es nicht so verflucht gut nachvollziehen. Pike. Weißt du, wie es sich manchmal anfühlt, als wäre man zwei Personen zugleich? Ich denke, so fühlt Pike sich, vielleicht sogar oft. Er ist Jason und er ist Pike. Er ist der Dussel, der bis Ladenschluss in der Bar rumhängt, und er ist der verantwortungsbewusste öffentliche Bedienstete, der sich bereit erklärt, Leute nach Hause zu fahren, wenn sie zu viel getrunken haben. Er ist bloß ein Kerl, ein Niemand mit zu vielen Abos für Streamingdienste und einem dieser Kochbox-Clubs, und er ist ein Polizist mit einer Waffe und einer Marke und all der Macht, die damit zusammenhängt. Manchmal, sagen wir mal, mitten in einem Schneesturm, wenn die neue Teifengeologin sich volllaufen lässt und die Nummer auf deiner Visitenkarte anruft, um dich anzubetteln, ihr Taxi nach Hause zu sein, vielleicht wünscht er sich, er könnte wählen. Zu Hause bleiben. Während Wer wird Millionär etwas trinken und die Antworten rausposaunen. Doch der Drang, Gutes zu tun, seinen Teil für die Gemeinschaft, die er liebt, zu tun,
wird ihn immer in den Schnee ziehen. Ich glaube nicht, dass ich je solche Gefühle für einen Ort hatte. Steph. Sie lernten sich in Seattle kennen. Zwei Queer-Punk-Rock-Mädchen, die durch die Szene drifteten, auf der Suche nach Gefährten, die nicht von ihrem Ballast abgeschreckt sind. Und sie fanden einander. Sie nannten die Band Drugstore Makeup. Steph am Schlagzeug, Izzy an der Gitarre. Viel Lärm für eine Zwei-Frauen-Band. Eine Weile lang dachte Izzy, sie wären verliebt. Eine Weile lang versuchte Steph es zu sein. Es ist komisch, darüber nachzudenken, dass die Dinge, die ich an Steph am meisten mag, ihr Enthusiasmus, ihre Fähigkeit, eine wilde Idee zu haben und sich voll darauf einzulassen, ihre Furchtlosigkeit, so eine Sackgasse für Drugstore-Make-up darstellten. Für sie und Izzy. Ich kann spüren, wie Steph sie übers Dach anstarrt und sich wünscht, dass Izzy das wäre. Was sie braucht. Mein Herz bricht für sie beide. Okay, das war verdammt süß. Von dem Moment an, in dem Steph Valkyrie in die Augen sah, war die Katze ihre. All das Gerede davon, Pike anzurufen und zu versuchen, Wells Besitzer zu finden? Schwachsinn. Nicht absichtlicher Schwachsinn. Sie wollte diese Dinge wirklich tun. Doch tief im Innern wusste sie, diese Katze ist ihre neue beste Freundin. Eine weitere Streunerin, eine launische Punkrock-Dame mit eigensinnigem Geschmack, was Menschen angeht. Ich bin begeistert, dass Steph eine Stimme für Babysprache hat. Wunderbares Material für Erpressungen. Das Schlagzeug. Gabe buchte das Konzert. Er fand sie im Internet und war wie besessen. Er schickte Steph aus heiterem Himmel eine Nachricht, ein Fremder, der schwor, dass es in Haven Springs eine Szene gab. Also kamen sie, und sie spielten für einen leeren Raum, während Gabe hinter der Bar headbangte und bei jedem Lied mitsang. Und das Wilde daran ist, dass es Steph und Izzy gefiel. Es war etwas Besonderes, diese Demütigung zu teilen und sich zusammenzuschämen anstatt alleine. Und am Ende des Konzerts wurde es ein Spiel. Wie hart können wir abrocken, wenn's keinen kümmert? Wenn die beste Punk-Rock-Band der Welt ein Konzert gibt und niemand dort ist, um es zu hören, gibt sie einen Ton von sich? Das war die erste Seite, jetzt haben wir noch Jet. So viel passiert auf einmal. Eine Angst, die deine Sicht einschränkt, Teile deines Gehirns abschaltet, sodass du nur noch das Hämmern deines eigenen Pulses in deinen Ohren fühlst, sowie den Drang, dich rauszuwühlen. Sobald Jet das Tageslicht sah, trieb ihn die Angst an, wollte, dass er nach Hause rennt und die Mine hinter sich lässt. Er widerstand ihr, biss die Zähne zusammen, bis sie wehtaten und ging zurück, um die anderen zu holen. Scheiße, ich glaube nicht, dass ich hier so mutig war. Ich frage mich, ob die anderen Arbeiter dann auch erpresst wurden, um zu schweigen. Manchmal kannst du die Schwere dessen, was jemand gleich sagen wird, fühlen, bevor sie überhaupt ein Wort rausbringen. Manchmal kannst du die Schwere dessen, was jemand gleich sagen wird, fühlen, bevor sie überhaupt ein Wort rausbringen. Du erkennst es daran, wie sie atmen, an der Leere, in der sie ihre Worte wählen. Du fürchtest dich, denn du weißt, was immer sie sagen werden, dass es alles verändern wird. Und der Moment dauert eine Ewigkeit. Und dann sagt deine Frau, ich bin schwanger, Jet. Und vielleicht kommen dir diese Worte erst vor, als seien sie in einer anderen Sprache, ein Gedicht aus Tönen ohne klare Bedeutung. Vielleicht brauchst du einen Moment, um dich zu erinnern, was schwanger bedeutet, und noch einen, um zu erkennen, wie es sich auf N bezieht, auf dich. Und dann ist dein erster lächerlicher Gedanke noch vor, ich werde Vater sein oder wir sind so viel älter als gedacht, stattdessen, wir sollten ihn Ryan nennen. Ich hatte einen Onkel namens Ryan. Es ist ein guter Name. Und dann weinst du vielleicht, denn alles ist so groß und die ganze Form der Welt hat sich verändert. Niemand konnte sich erinnern, wer sich Höllentaucher ausdachte. Es war, als nahm der Name einfach Gestalt an, sobald Jet sein Team versammelt hatte. Es war der einzige Name, der es je hätte sein können. Bald waren sie mehr als nur ein Team. Es war eine Legende, die sie erzählten, während sie diese lebten. Eine Möglichkeit, ihre schmerzenden Rücken und mit Blasen bedeckten Fingern in eine Geschichte zu verwandeln, in der sie die Helden waren. Wir haben so tief gegraben, wir wissen, wo der Teufel schläft. Natürlich wussten sie nicht, dass Jet sie retten würde. Nicht damals. Vielleicht bedeutet es et-
etwas. Vielleicht muss man sich eine Geschichte über seine eigene Fähigkeit, ein Held zu werden, erzählen, wenn man je wirklich einer sein will. Sie sagte ja, aber Jed wusste schon von dem Moment an, in dem er die Bühne betrat, dass sie es tun würde. Anne Foster war Jeds Mädchen, durch und durch, seit sie sich zum ersten Mal sahen. Das Frühlingsfest wirkte wie der richtige Ort, es offiziell zu machen. Ich denke, das Frühlingsfest sorgte dafür, dass Jed sich unbesiegbar fühlte. Die Lichter und die Musik, das Gelächter, das Gefühl eines kalten Bieres in der Hand und der Wind aus den Bergen, der dich daran erinnerte, dass der Winter erst ein paar Wochen lang vorbei war und jederzeit zurückkehren konnte. Nichts Schlechtes passiert je auf dem Frühlingsfest. Es ist schön, sich so sicher zu sein, dass dich jemand liebt, ohne Furcht zu sein, diese Person zu verlieren. Komisch, aber schön. Vielleicht weiß man so, dass man etwas Gutes getan hat oder etwas Gutes hat. Man muss sich nie fragen, ob diese Person am nächsten Tag noch bei einem ist. Ducky. Ducky ist in einer Tontine. Ducky ist in einer Art Rentenversicherung. Der Pott beläuft sich auf ganze 60 Mücken. Ich denke, er ist hauptsächlich ein Grund, sich alle 5 Jahre mit seinen Freunden aus dem Krieg zu treffen. Die Daegu-Keksjungs. Keine Ahnung, wo der Name herkommt. Vielleicht haben sie es sogar vergessen. Der Name, genau wie die Treffen und die Tontine, hat sich über die Jahrzehnte von... Halbernst... Ich konnte das Wort gerade nicht lesen. Ich habe gerade halberust. Von halbernst zu fast ritualisch gewandelt. Es ist eine Struktur, die sie auf ihre Beziehung anwenden. Eine Zeremonie, die dem Einfluss der Zeit und Entfernung widerstehen soll. Es ist tatsächlich süß, wie die Kerle sich treffen und so tun, als seien sie sauer aufeinander, dass sie so lange leben. Charlotte und die gepresste Rose. Es war ihr erstes gemeinsames Frühlingsfest. Charlotte fragte sich, wann sie aufhören würde, wegen ihm aufgeregt zu sein. Doch jedes Mal, wenn sie ihn sah, füllte sich ihr Herz mit Helium. Sie sagten nichts Ernstes zueinander an diesem Abend, kein Versprechen von für immer oder Geständnisse, dass sie wahres Glück nicht kannten, bis sie einander trafen, oder sonst so ein Zeug, das Leute in Schwarz-Weiß-Filmen zueinander sagen, während die Saiteninstrumente auf dem Soundtrack übernehmen und die Vaseline auf der Linse glänzt. Sie taten einfach, was sie immer taten, flirteten, machten Witze, ärgerten sich gegenseitig. Trotzdem war dies der Abend, an dem Charlotte wusste, sie wollte den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen. Das will ich ihr so sehr zurückgeben. Für andere Leute in der Stadt kann ich Analogien für ihren Schmerz in meinem finden. Ich weiß, wie ich helfen kann, weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Doch Charlottes Schmerz ist einzigartig. Jedes Mal, wenn ich versuche, ihn mit meinem zu vergleichen, ist es, als versuchte ich, ein Schloss mit dem falschen Schlüssel zu öffnen. Diane und die Terminkarte. Es ist nicht so, als bewahre Diane Geheimnisse. Nicht wirklich. Es ist nur, was sagt man, wie vermittelt man die Komplexität der Trauer, des Kummers, der Schuldgefühle? Wie fasst man es in Worte, dass man weiß, dass es dein Job ist, den Tod eines guten Mannes wegzuerklären und die Leute zu schützen, die ihn getötet haben? Es ist gestört und es tut mir leid, dass sie leidet, aber wie kann sie so hoffnungslos traurig sein und trotzdem für Typhon eintreten? Ich kann mir die Art psychischer Mathematik nicht vorstellen, die nötig ist, um das zu rechtfertigen. Dann haben wir Mama, Papa und Alex. Ich glaube, ich war zu jung, um zu verstehen, was sie uns sagte. Ich wusste, dass kranke Leute ins Krankenhaus gehen. Und ich wollte nicht, dass meine Mama krank ist. Das war alles, verdammt. Sie wusste, dass sie stirbt. Selbst als sie sagte, alles sei in Ordnung, dachte sie darüber nach, wie viele Sekunden sie noch mit uns hat. Für sie mussten wir glauben, dass alles okay sein würde. Das wollte sie uns geben. Einen Monat, vielleicht 2, vielleicht 6 oder 7, in denen wir einfach unsere Mama lieben konnten, ohne uns je zu fragen, wann sie fort sein würde. Sie tat es für uns. Aber gottverdammt, ich wünschte, sie hätte es nicht getan. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich die Momente mehr genossen, meine Erinnerungen an sie besser im Gedächtnis bewahrt. Unser Papa? Den Großteil meines Lebens wusste ich, was andere fühlen, konnte dem nicht entkommen. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich ertrinke, dass ich mit dem Armen ruderte, um meinen Kopf über Wasser zu halten und trotzdem untergehe. Und die ganze Zeit über wollte ich nur die Gefühle einer einzigen Person verstehen. Deine, Papa.
Und dann fand ich dich am Grund der Welt. Und endlich fühlte ich, was du fühltest. Und das Gestörte ist, deine Emotionen waren so normal. Menschlich. Denke ich mal. Angst. Reue. Dasselbe wie bei allen anderen. Dasselbe, in dem ich schon ertrinke, seit ich ein Kind war. Um das zu erkennen, sollte man keinen Empathen brauchen. Aber ich denke, ich musste es fühlen, bevor ich dich loslassen konnte. Und jetzt bin ich die einzige Person, deren Gefühle ich noch verstehen muss. Ich frage mich, wer er gewesen wäre, wenn die Dinge anders gewesen wären. June? Ah, okay. June oder John, Ehemann oder Witwer, Vater oder was immer er entschied, stattdessen zu sein. Was, wenn Mama nicht gestorben wäre? Was, wenn sie nie in die Staaten gekommen wären? Was, wenn Gabe und ich nicht geboren worden wären? Oder gab es etwas an ihm, etwas unglaublich und unergründlich Trauriges, das ihn immer hierher oder an einen anderen ähnlichen Ort geführt hätte? Niemand wartete zu Hause auf ihn. Er hatte recht. Wir waren schon abgeholt und weggeschickt worden. Von ihm isoliert. Voneinander. Von uns selbst. Er dachte oft daran, eines Tages zurückzukommen, ob er stark genug wäre, ob er mehr Schaden als Gutes anrichten würde. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es wäre nett gewesen, ihm als Erwachsene in die Augen zu sehen und zu entscheiden, wie meine Gefühle für ihn aussehen. Es ist schwierig, einem Geist zu vergeben. Und damit kommen wir zu allerletzten Erinnerung, und zwar der von Alex. Sie verstanden es nicht. Ich war nicht einfach eine Göre, die sich für Aufmerksamkeit aufspielte. Die Gitarre war mir heilig, verdammt nochmal. Sie war das Einzige, was mich davon abhielt, jede Nacht im Wohnheim durchzudrehen, besonders als ich älter wurde und das mit meinen Emotionen schlimmer wurde. Aber das sahen sie nicht. Sie sahen eine kleine Psychopathin, die Giftblicke verteilte und Forderungen stellte. Ich denke, das war es, was sie sehen wollten. Ich hatte vergessen, wie schwierig das Wohnheim nachts war. Wir alle hatten Albträume. Man kann nur schwer ein Leben leben, in dem man in einem Waisenhaus landet, ohne albtraumhafte Sachen durchgemacht zu haben. Doch der Unterschied war, dass ich die Albträume von allen hatte. Ich musste meine Gitarre halten, meine Finger auf die Saiten drücken, die Vibration in meinem Bauch fühlen. Das war die einzige Art, auf die ich wieder schlafen konnte. Sie hat wirklich alle Albträume auch von den anderen Kindern mitbekommen? Eieieiei. Ja, kein Wunder, dass es so krass war für sie. Heftig. Alright, aber damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Und damit sage ich dann auch nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit mir zusammen Life is Strange True Colors durchgespielt habt. Es hat mir wirklich sehr gefallen. Ja, wir sehen uns tatsächlich am Sonntag wieder zum ersten Stream nach der Urlaubspause. Ich freue mich voll auf euch. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen ganz wunderbaren Abend. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich bin gespannt, ob wir nochmal ein Let's Play machen. Jetzt in naher Zukunft ist natürlich erstmal keins geplant. Aber es war mir eine Freude. Falls ihr mich aus irgendeinem Grund gar nicht von Twitch kennen solltet und irgendwie über YouTube hier gelandet seid, dann freue ich mich, wenn ihr vielleicht auf Twitch auch vorbeischaut. twitch.tv/cozykoakuma. Ich glaube, ich habe die Links auch in der Videobeschreibung. Bestimmt packe ich die da rein. Und ja, ich freue mich auf alle, die da sind, auf ein schönes Wiedersehen und wünsche euch einen wunderbaren guten Abend. Tschüssi, macht's gut.